Tausende Fußballfans in Halle wollten am vergangenen Freitag nur eines: Karten für das Landespokalfinale ergattern. Am 14. Mai treffen dort der Hallische FC und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Für die Anhänger beider Vereine eine absolute Pflichtveranstaltung. Entsprechend groß waren die Schlangen vor den Vorverkaufsstellen, wie hier vor dem offiziellen Fanshop. Der Vorverkauf hat begonnen ca. 10.30 Uhr, glaube ich, mit den etwas Verzögerungen. Es war Unmengen von Leuten da. Circa nach 2,5 Stunden Verkauf waren die Tickets alle. Ich habe schon damit gerechnet, oder wir speziell hier im Laden haben damit gerechnet, dass der Ansturm sehr groß ist. Vereinzelte Leute standen im ganzen Jahr schon ab 8 Uhr. Doch nicht alle glücklichen Käufer eines oder mehrerer Tickets werden beim Anpfiff im Erdgas-Sportpark persönlich dabei sein. Denn bereits kurz nach dem Verkauf sind die ersten Karten bei diversen Online-Auktionshäusern aufgetaucht. Mit zum Teil unglaublichen Gewinnspannen. Beim Fußballverband Sachsen-Anhalt, der für den Ticketverkauf zuständig ist, bedauert man den kommerziellen Weiterverkauf. Eine Begrenzung oder gar Personalisierung der Tickets stand im Vorfeld aber nicht zur Debatte. Also zu personalisieren, das würden wir schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht tun. Da halten wir uns also streng auch an die Gesetze. Und selbstverständlich kann der Fußballverband Sachsen-Anhalt und kann auch kein Verein oder Konzertveranstalter es verhindern, wenn jemand Karten, die er selbst nicht nutzt, auf Online-Portalen versucht, gewinnbringend zu veräußern. Wir finden das in keinem Fall gut, aber wir haben dort leider keine Handhabe. Mir sind eigentlich auch keine Fälle bekannt, dass jemand überproportional viel Karten gekauft hat. Und ich achte es aber trotzdem als legitim, wenn zum Beispiel für einen Verein oder auch eine Firma einer in eine Vorverkaufsstelle geht und für seine Kollegen oder Sportkameraden Tickets mitkauft. Die Vereine und die Ticketverkäufer mussten sich an die Vorgaben des Verbandes halten, auch wenn einige Personen 10 Karten oder mehr gekauft haben. Ich weiß natürlich nicht, ich frage nicht jede einzelne Person, welche Karte sie für welche Person gebrauchen kann. Ja. Es ist traurig, dass es so etwas gibt, ja. Dass Leute jetzt, ich habe das ja selbst verfolgt, da auf eBay zu horrenden Preisen da irgendwelche Karten verkaufen. Diese Leute sollte man dann bestrafen, wenn sie das vorsätzlich tun. Meine Meinung. Und es kommt noch schlimmer. All diejenigen, die keine Eintrittskarte haben und nun auf eine Fernsehübertragung des Pokalfinales hoffen, werden möglicherweise nochmal enttäuscht. Also es wird keine Live-Berichterstattung im Fernsehen geben, aber vielleicht wird es einen Videostream geben. Da ist der FSA gegenwärtig noch mit Medienpartnern im Gespräch. Es bleibt in jedem Fall beim MDR. Wir haben eine Medienpartnerschaft und wir sind damit auch sehr zufrieden und ich gehe auch davon aus, dass der MDR dafür Sorge tragen wird, dass alle die nicht ins Stadion kommen, auch die Möglichkeit haben, so viel wie möglich von diesem Spiel auch in Wort und Bild mitzubekommen. Es ist fraglich, ob der Fußballverband Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr den Ticketverkauf verändern wird. Bis jetzt deutet nichts darauf hin. Und dabei wäre gerade eine Begrenzung auf weniger Karten pro Käufer ein richtiger Schritt, durch den mehr Fans die Möglichkeit bekommen, zu einem fairen Preis beim Finale dabei zu sein, auch wenn sie nicht morgens schon nach Karten anstehen.